So, meine Damen und Herren, in der Statistik 2, ich begrüße Sie auf den letzten Metern in der Varianzanalyse. Wir wollen heute über die sogenannte, Entschuldigung, über die sogenannte einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung sprechen. Messwiederholung ist sozusagen das, was heute neu ist. Die Grundidee der Varianzanalyse wird dieselbe bleiben. Wir werden weiterhin, das steht auch hier schon mal so ein bisschen, Quadratsummen und aus Quadratsummen mittlere Quadratsummen und aus mittleren Quadratsummen F-Werte berechnen. Es ist nur alles ein bisschen anders. Auf den ersten Blick ein bisschen aufgeräumter, dadurch, dass wir Messwiederholung haben. Wir werden sehen, dass das ein großer Vorteil sein kann. Und wir haben dann aber ein paar zusätzliche Annahmen. Kurz gesagt würde es darum gehen, die sogenannte Sphärizität, man könnte auch sagen Kugelhaftigkeit der Varianzen und Kovarianzen sich anzuschauen. Das klingt jetzt noch ein bisschen gefährlich, klärt sich dann aber hoffentlich. Und dafür gibt es auch eine Korrektur, die sozusagen nur bei Varianzanalysen mit Messwiederholung überhaupt eine Rolle spielt. Ich bespreche mit Ihnen heute sozusagen einen speziellen Fall, nämlich den, wo ich nur einfach einen messwiederholten Faktor habe. Also Klassiker wäre, ich habe zwei oder drei Bedingungen und die haben nicht verschiedene Gruppen von Probanden gemacht, sondern dieselben Probanden haben mehrfach teilgenommen. Die Grundidee der Messwiederholung ist uns, glaube ich, gut bekannt, bestens bekannt aus dem T-Test für abhängige Stichproben. Den könnte man ja auch als T-Test mit Messwiederholung bezeichnen oder T-Test für Within Subject Samples. Das wird also insofern nicht neu sein. Was neu sein wird, ist, dass wir eben wie in der ANOVA auch in der Lage sind, mehrere Abstufungen unseres Faktors miteinander zu vergleichen. Nicht Gegenstand dieser kurzen Statistik 2 Vorlesung zum Thema Varianzanalyse mit Messwiederholung sind entsprechend die Designs, in denen es dann mehrere Within-Faktoren gibt. In der kognitiven Neurowissenschaft, in der allgemeinen Psychologie, ja, durchaus auch vielleicht in der Sozialpsychologie ist es eigentlich ziemlich üblich, dass man eben versucht, so viel wie möglich Within Subject zu machen und dann auch klassisch faktorielle Designs, zwei, drei Faktoren, die also letztlich unabhängig voneinander variiert werden, dann auch zusammen in einem statistischen Modell auszuwerten. Die Logik ist nicht wirklich anders als die, die wir für die mehrfaktorielle ANOVA ohne Messwiederholung letzte Woche kennengelernt haben. Das mit den Quadratsummen ist ein bisschen komplizierter und wir machen das hier dann nicht mehr von Hand. Weil mir ist es am wichtigsten, dass Sie die Grundideen der mehrfaktoriellen ANOVA einerseits verstanden haben und heute die Grundidee dieser Messwiederholung, wie man die in eine Varianzanalyse einbaut, welche Rolle die da spielt, verstanden haben. Auch sollte ich noch vorausschicken, dass wir sowas wie Post-Hoc-Tests, also zu sagen, nun ja, ich habe einen Haupteffekt für einen dann heute messwiederholten Faktor gefunden. Jetzt möchte gerne Faktorstufen gegeneinander direkt vergleichen, Mittelwerte direkt vergleichen. Das bleibt auch dasselbe. Auch das Problem der multiplen Vergleiche bleibt dort dasselbe dann. Ich verwende nur leicht andere Statistiken. Ich würde also dann immer noch Within Subjects, T-Tests zum Beispiel, zum Einsatz bringen. Gut. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir wollen heute eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung mal zusammenrechnen. Kurze Klärung, was bedeutet nochmal Messwiederholung? Das heißt nicht im Sinne der Replikation, ich wiederhole einfach genau dasselbe, sondern das meint natürlich, ich wiederhole im selben Merkmalsträger, in derselben Versuchsperson, die Messung dahingehend, dass die Probanden an verschiedenen Ausprägungen meines Experiments, meines Faktors wiederholt teilnehmen. Hier kurz schematisch gezeigt sozusagen Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2, Zeitpunkt 3. Zu jedem Zeitpunkt wird der Blutdruck gemessen und es sind dieselben Leute A bis E, die sozusagen da jeweils teilnehmen und entsprechend sind die drei Levels meines Faktors Zeit in dem Fall gefüllt mit denselben Probanden. Man sieht auch auf einen Blick, dass man zwar, sagen wir mal ganz grob, 15 Beobachtungen in seiner Datenmatrix haben wird.
dass eigentlich aber nur 5 davon wirklich unabhängige Beobachtungen sind, wir also nur 5 Units of Observation oder 5 Merkmalsträgerinnen hier haben werden, die aber jeweils 3-mal mitgemacht haben und dass sich so 15 Datenpunkte irgendwie ergeben, ja? Also nicht die identische Messung, sondern vor allem die wiederholte Messung am selben Subject ist das, was hier interessiert. Beispiele für Messwiederholungen, die wir dann auch mit einer Varianzanalyse mit Messwiederholungen uns anschauen könnten. Klassiker wäre sowas wie eine Prämessung vor einer Intervention oder Therapie, nach dieser Intervention, Präpost und dann noch ein sogenannter Follow-up, vielleicht nochmal 2 Jahre später. Ebenfalls, ohne diese zeitliche Komponente jetzt, aber genauso ein Fall für Messwiederholung, zu sagen, ich habe 3 Bedingungen, die möchte ich irgendwie vergleichen und ich mache das am liebsten within Subjects. Wir werden heute auch nochmal sehen, warum das so sinnvoll ist, sowas within Subjects zu machen. Zum Beispiel geht es ums Erinnern von Worten, ja, Gedächtnisleistung. Ebbinghaus, ja, so, der hat Silben auswendig gelernt vor 150 Jahren. Worte memorieren in Stille. Das Ganze mache ich dann eigentlich nochmal. Alles, was ich ändere, ist den Hintergrundlärm, unter dem du das machen musst. 30 dB ist nicht viel, ist so ein bisschen wie so ein Hintergrundrauschen, fast wie so ein Rechner, der jetzt hier nebenher schnurzelt. Oder 60 dB, also schon ein bisschen stärkeres Hintergrundrauschen, wie so, als wenn hier Leute im Raum sich noch nebenher ein bisschen unterhalten würden zum Beispiel. 3 Bedingungen in denselben Subjects. Wenn sie in denselben Subjects gemessen werden, ist es ein Fall für eine ANOVA mit Messwiederholung. Klassischere Lernparadigmen, hier jetzt mal relativ ausgeprägt mit insgesamt, wenn wir die roten Kästchen zählen, 6 Faktorstufen. Ein Faktor Zeit, es könnte zum Beispiel um das Lernen und den Erwerb einer neuen motorischen Fähigkeit gehen, zum Beispiel Jonglieren. Ja? Jonglieren am 1. Tag, am 2., am 5., am 10., am 15., am 36. Die sind jetzt auch sozusagen in der Zeit nicht linear abgestuft, aber es sind ja auch nur Faktoren. Ja? Wir behandeln sie ja gleich auch rein kategorial als eben Äpfel und Birnen. Es sind eben ein paar Ausprägungen eines Faktors Zeit dann gleich. Ja? Und ein Beispiel haben wir noch, weil das auch ein klarer Fall für eine Varianzanalyse mit Messwiederholung ist. Oder in dem Fall könnte es auch noch ein T-Test mit Messwiederholung sein. Aber auf jeden Fall eine Messwiederholung. Zu sagen, ich messe die Antwort fast gleichzeitig. Ich spiele dir nacheinander weg verschiedene Vokale vor. Diese Vokale U versus I sind die Bedingungen, ist das, was ich variiere, die Vokalkategorie quasi, und ich messe deine Hirnantwort in der Hörrinde zum Beispiel darauf. Ja. Rein zufällig ist das, worüber ich promoviert habe. Und mein erstes Mal so richtig Varianzanalysen mit Messwiederholung habe ich also in meiner Diplomarbeit damals verwendet, als ich solche Vokale hatte und darauf Hirnantworten. Das Beispiel, mit dem ich heute versuche durchzukommen, diesen Graph sehen wir also noch öfters, ist eines, was man so ein bisschen an dieses Worte memorieren in Stille oder in dem Fall Silben memorieren aufbauend sich vorstellen kann. Wir haben also hier 3 Bedingungen. Stille, 30 dB Hintergrundlärm, 66 dB Hintergrundlärm. Was sehen wir auf den ersten Blick? Auf der Y-Achse die Anzahl erinnerter Silben. Ja? Also so wie Ebbinghaus war das, glaube ich, damals, der sich selber quasi gestriezt hat und lange Listen sinnloser Silben auswendig gelernt hat, um was über Gedächtnis rauszufinden damals. Wir sehen auf den ersten Blick, da sind irgendwie ein paar Datenpunkte, nämlich, wenn wir jedes Mal schauen, 6 Datenpunkte in jeder Bedingung. Die Reihenfolge war balanciert, also ein paar der Probanden haben zuerst Stille, dann 30, dann 60 gemacht, andere haben zuerst 60, dann 30, dann Stille, andere erst Stille, dann 60, dann 30 und so. Ja? Reihenfolgeeffekte sind kontrolliert, brauchen uns jetzt auch nicht weiter interessieren. Aber jede Probandin hier nimmt also 3-mal teil. Wir haben nur 6 verschiedene Individuen hier drin. Wir könnten also eigentlich, was ich jetzt hier nicht gemacht habe, aber glaube ich auf dem nächsten Bild habe ich es gemacht, wir haben sozusagen, das ist ganz wichtig, der Sprung, der zwischen diesen 2 Slides kommt. Ich kann nur, weil ich Messwiederholung habe, ja jetzt jeweils 3 dieser Datenpunkte verbinden. Ich kann also dieses Streudiagramm, möchte ich fast sagen, diesen Dot-Plot mit irgendwie 18 Punkten überführen in einen Plot mit 6 Linien. Ja? Also nur so macht das eigentlich richtig Sinn.
Und das ist was, wenn wir zusammen im Hörsaal wären, hätte ich das mit euch an der Tafel eingangs mal mit zwei von euch gemacht. Das ist was eigentlich sehr Faszinierendes, dass wir nämlich jetzt sagen können, was immer da gleich so an, ach ja, an Messfehler irgendwie drinsteckt. Es gibt auf einmal auch etwas, dass wir sozusagen auf die Versuchsperson, auf das Individuum, auf die Unit of Observation, auf die Merkmalsträgerin attribuieren können. Wir können sagen, ah ja, schau mal, diese Person in Blau da, das können wir jetzt neu sagen, weil die, wir wissen, drei der Punkte kommen sozusagen aus demselben Probanden, aus derselben Probandin. Und dann können wir doch sagen, aha, schau mal, diese Blaue da unten, die ist ja generell nicht so gut im Erinnern von Silben. Also relativ betrachtet, ja, die gehört auf jeden Fall unter diesen sechs Leuten zur Schwächsten oder ist die Schwächste. Und da oben gibt es so einen grasgrünen Herr, der meinetwegen, oder eine grasgrüne Dame, die ist erstaunlich gut. Und nichtsdestotrotz sehen wir auch diesen Plot aus sechs Spaghettis irgendwie auch gleich so ein bisschen an. Aha, da scheint sich ja doch was zu tun über diese drei Bedingungen. Ja, also so ganz intuitiv, a priori aller Varianzzerlegung würden wir sagen, da könnte doch was drinstecken. Es könnte doch so sein, dass die Lernbedingung, also der Faktor Hintergrundrauschen, irgendwie einen Einfluss hier hat. Ja, und es würde natürlich darum gehen, aus diesen paar wenigen Daten eine Schlussfolgerung über eine Population zu machen. Deshalb machen wir ja dann schließlich F-Tests wieder. Also das Neue, was jetzt hier neu auftritt, ist, dass wir eine systematische Varianzquelle haben, die wir nutzen können. Nämlich, wir können attribuieren, wir können zuschreiben, wie viel Varianz entstammt eigentlich jedem Proband, weil wir eben mehr als eine Messung pro Proband haben. Das ist die Grundidee hier. Bisher war es ja so, dass wir gesagt haben, die Streuung, die halt noch da ist, nachdem wir auf unsere Bedingungen geschaut haben, was also übrig ist, nachdem wir uns um unser Treatment gekümmert haben, um unsere Between-Condition-Effekte, war ja dann die sogenannte SS within Groups. Ja, die noch übrig ist. Das ist das, was ich hier zu orange umzingelt habe hier immer. Ja. Das ist jetzt aber ein bisschen anders. Jetzt können wir sagen, SS within Groups ist eigentlich, gleichzeitig wissen wir auch, die Varianz zwischen den Probanden. Wir wissen, das hier ist eine andere Probandin als das. Und hier, wenn wir in die anderen Gruppen reingucken, ist es auch so, dass wir wissen, ah ja, da ist jeweils noch Varianz übrig, die sich auf zum Beispiel die blaue Person oder auf die grüne Person zurückführen lässt. Wir haben einen neuen systematischen Varianzanteil. Sodass wir sagen können, also das machen wir ja jetzt seit Wochen, dass wir Varianzen oder sagen wir auch, sollte sagen Sum of Squares, Variationen, Abweichungsquadrate zerlegen. Ja. Und dieses Zerlegen hat jetzt hier ein neues, da gibt es jetzt eine neue Zerlegeregel sozusagen. Wir können nämlich sagen, was immer innerhalb eines Subjects da ist, also jetzt hier unten ist der Blickwinkel sozusagen nochmal kurz auf einem Subject. Nehmen wir mal bitte dieses blaue Subject hier. Für dieses blaue Subject können wir sagen, die Tatsache, dass diese Linie so abfällt, bedeutet also irgendwie, wir wissen noch nicht genau wie groß, aber ein gewisser Teil davon ist bestimmt darauf zurückzuführen, dass es drei verschiedene Bedingungen waren. Ja, also so eine Art SS Between Conditions oder SS Treatment, hätten wir früher gesagt. Aber die ist jetzt sozusagen Teil von der innerhalb der Personenvariation. Ja gut, und dann wird es natürlich auch einen Fehler geben. Also auch bei diesen drei Datenpunkten einer Person, das werden wir nicht in Reinkultur gemessen haben, den Effekt, den jetzt dieses Hintergrundrauschen hat, sondern es wird auch ein Fehler dabei sein. Das kann man ganz gut nochmal wertschätzen, wenn man sagt, ja, ja, gut, okay, die fallen zwar alle so fast alle ein bisschen ab, aber eben auch nicht gleich stark. Das heißt, es hat intuitiven Appeal zu sagen, was immer ich innerhalb einer Person messe, SS within Subjects, und das ist eben der neue Term heute, das zerfällt in irgendwas, was mich interessiert, nämlich die Unterschied zwischen den Bedingungen, und was mich nicht interessiert, was ich nicht erklären kann, was übrig bleibt, der elegante Rest, SS Error. Ja. Wir haben also hier, das ist sozusagen farblich angezeigt, Schwankung über Leute hinweg, das ist neu, mit dem wir hier arbeiten können. Die SS Total, die wir bisher kennen, zerfällt jetzt also anders. Die zerfällt jetzt nämlich in eine SS Between Subjects.
Das war etwa das, was wir früher SS Within Groups genannt hatten, weil da konnten wir nur sagen, ja, es ist Within Groups, weil wir jeden Probanden nur einmal gemessen hatten. Ein paar Probanden in der einen Gruppe, ein paar andere Probanden in der anderen Gruppe. Jetzt ist es ja nicht mehr so. Jetzt haben wir ja dieselben Probanden in jeder Gruppe. Insofern können wir jetzt sagen, die Streuung, die innerhalb einer Bedingung da ist, oder innerhalb jeder Bedingung, sollte ich sagen, ist eigentlich Streuung, die zwischen den Probanden da ist. SS between subjects. Und dann habe ich auch noch Streuung within subjects, sozusagen. Ja? Ich glaube, die Farben sind auf dem Slide vorher vertauscht. Das hat mir letztes Jahr eine Studentin schon gesagt und ich habe es vergessen zu korrigieren. Merke ich jetzt gerade, wie ich spreche. Diese SS within subjects sind eigentlich das, was auf dem Slide vorher als grüne Ellipsen gezeigt ist, und die Between Subjects ist eigentlich das, was orange ist, glaube ich. Stimmt's? Ja, gut. In der Sache stimmt's aber hier. SS Within Subjects ist neu. Variation, also überhaupt diese Unterscheidung, die wir jetzt machen können, ist neu. Und was eben interessant ist, das, was uns interessiert, deshalb habe ich es hier auch in Rot gemalt, ist nach wie vor, das ist wie bei der ANOVA ohne Messwiederholung auch, was uns interessiert, ist der Unterschied, der durch die unterschiedlichen Bedingungen zustande kommt. Also die SS Between Conditions. Aber die ist sozusagen umgezogen. Die wohnt jetzt unter der, also ist ein Teil der Streuung, die eben innerhalb der Probanden da ist, SS within Subjects. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch immer was, was wir nicht erklären können. Also sozusagen nochmal, das Rote ist das, was uns interessiert, aber das hat jetzt sozusagen in der Varianzzerlegung oder in der Quadratsummenzerlegung die Position gewechselt. Denn neu ist, dass diese SS-Total nicht sofort zerfällt in das Rote und in das Graue, sondern dass wir das vorher nochmal aufspalten können in Variationen, die irgendwie zwischen Leuten daherkommt, wo wir auch nicht genau wissen, warum, aber es ist eben so. Und das ist auch ganz hilfreich, dass wir das können. Und wir haben die Variation innerhalb der Probanden. Hier aus dem Lehrbuch, ich habe versucht, die Farben korrekt zu übernehmen. Jetzt sozusagen, da ist es jetzt, glaube ich, schlüssig. Im Eid, im Kapitel 14, wird euch das auch nochmal so aufgezeigt. Ja? Totale Variation in Y, in meinem gemessenen Merkmal, in dem Fall gerade Anzahl memorierter Silben, lässt sich zerlegen in die Streuung innerhalb von Personen. Das ist neu, dass ich das kann. Und in Variationen die Unterschiede zwischen Probanden. Die kann ich jetzt beziffern, weil ich eben mehrmals gemessen habe. Und also nochmal, so eine Aussage wie, ach schau mal, das ist relativ zu den anderen Probanden ein schlechter Proband oder ein guter Proband, das kann ich eigentlich jetzt erst so machen, nachdem ich jeden mehrmals gemessen habe. Und das sehen wir gleich mathematisch, für jeden Proband so eine Art Mittelwert ausrechnen kann. Nicht so eine Art. Einen Mittelwert pro Proband ausrechnen kann. Und deshalb auch eine Varianz zwischen den Probanden ausrechnen kann. So. Und da unten in Rot, also das, was uns eigentlich weiterhin interessieren wird, Zwischenbedingungen. Eine dritte Art, es zu schreiben, ist dann wirklich als SS. Die SS-Total in der Varianzanalyse mit Messwiederholung zerlegt sich in eine SS-Between Subjects, die wir dann gleich sozusagen auch zur Seite werden räumen können. Wir rechnen die aus, wir können die beziffern. Ich kann euch auch gleich sagen, die ist oft ziemlich groß, verglichen mit dem, was dich eigentlich interessiert. Dich interessieren oft relativ kleine, das liegt in der Natur der Sache, relativ kleine Effekte, die zum Beispiel jetzt so eine Lernmanipulation auf das Lernen hat. Und die ist oft kleiner als die Between Subjects, aber wir können es eben zerlegen, ja. Und die SS Within Subjects, die zerlegt sich in eine Fehlervariation und in eine bedingungsspezifische Variation. Und jetzt machen wir das mal an den Punkten. Das sind einfach mal a priori aller Zerlegung die Messungen, die wir haben. Das sind die 18 Datenpunkte, ja, die wir hier erhoben haben. Man könnte also auch wieder damit anfangen, dass man sagt, man hat eine SS-Total, das ist die Gesamtvariabilität, die in diesen Daten drin steckt. Mache ich eigentlich wie immer, jeder Datenpunkt von ja, Probanden I und Bedingungen J, einfach, das heißt nichts anderes als jeder Datenpunkt, ja, ziehe ich ab vom Gesamt Mittelwert, ja, von Gesamtdurchschnitt, wenn ich keine Ahnung habe, Y-Strich-Strich ist der Gesamtmittelwert meiner Anzahl, also die mittlere Anzahl erinnerter Silben. Kommt eine SS-Total von 82,28 hier raus, sagen wir mal, ja? Könntet ihr nachlesen, wenn ihr die Punkte ablest, aber nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Das ist die Gesamtvariabilität, die es aufzuklären gilt. Und jetzt hier das erste große Neue. Wir haben diese neue Varianzquelle Versuchsperson oder Unit of Observation. Und
Das müsst ihr euch einfach mal klar machen, dass ihr das vorher so nicht machen konntet. Ihr konntet vorher nicht einen, Achtung hier, Mittelwert pro Proband ausrechnen. Das geht erst jetzt, weil ihr von jedem 2, 3, 4 Messpunkte habt. Und dann sehen wir nochmal, was wir vorher schon so deskriptiv uns angeschaut hatten. Das war diese Person, die ich mit blauen Linien verbunden hatte. Das war da oben die, die ich mit grasgrün verbunden hatte. Ganz wichtig, das ist uns komplett egal. Das wird uns gleich überhaupt nicht mehr interessieren. Das waren, zynisch gesagt, einfach irgendwie 6 Leute, die wir halt eingeladen haben. Was uns interessiert, kommt ja gleich. Was uns interessiert, ist der Unterschied im Memorieren zwischen den Bedingungen. Das ist Variation, die ist uns total egal. Es ist nur total hilfreich gleich, dass wir diese 37 quasi, diese Abweichungsquadrate der Probanden von diesem Gesamtmittelwert rund um 7, dass wir das nachher rausstreamen oder raus, also abziehen können von dieser Gesamtvariabilität, von der aufzuklärenden Variabilität. Das würde also nachher in unseren ANOVA-Tables eine neue Zeile sein. Die gab es bisher in der Varianzanalyse nicht, nämlich eine Varianzquelle Subjects. Ja? So, wie geht's weiter? Genau, gab es bisher einfach nicht. Genau, das wird hier alles nochmal achtfach erzählt. Das, hier wird es jetzt aber, ja, es ist schon vielleicht doch sinnig, dass ich es noch einmal hier sage, weil jetzt hier habe ich es mal so rum aufgeschrieben, von der anderen Seite kommt. Das ist nämlich sozusagen die eigentliche Krönung, die SS Residual. Das ist ja immer die Größe, oder aus der wird ja dann die MS Residual, also die nicht mehr aufzuklärende Fehlervarianz. Und das wisst ihr mittlerweile, in der ANOVA läuft es quasi bei jedem F-Test darauf hinaus, dass man die Varianzquelle, die einen gerade interessiert, in eine MS-Treatment, MS-Faktor A etc., MS-Interaktion, was immer wir hatten, überführt. Und das wird immer geteilt durch ja letztlich die SS oder MS-Residual. Und die MS-Residual, das lohnt sich anzuschauen, ist also in einer ANOVA mit Messwiederholung quasi fast immer kleiner, weil ich diesen Term, den wir gerade ausgerechnet haben, diese fast, was war's, 36, 37 in diesem Beispiel, diese SS between subjects noch abziehen kann. Seht ihr das? SS residual ist immer SS total minus das, was einen interessiert. Hier heißt es jetzt mal between conditions, wir können es aber auch weiter SS treatment nennen, minus SS between subjects, und das kann ich hier nicht. Das konnte ich da nicht quantifizieren, also konnte ich es hier auch nicht abziehen. Genau, das ist sozusagen der Clou. Wie geht's weiter? Was ich jetzt hier grafisch mal kurz für uns mache, ist sozusagen, ich arbeite das mal sequenziell ab. Ich habe jetzt wirklich einfach von jedem meiner 18 Datenpunkte jeweils diesen Mittelwert der Subjects schon abgezogen. Ich hatte ja also diese blaue Person, die hing da unten, die habe ich jetzt bereinigt um ihren Mittelwert und die grüne auch. Und dadurch sind die jetzt letztlich aufeinander. Seht ihr das? Alles rund um 0. Das mache ich nur grafisch. Weil das im Prinzip kann man sich das schon so vorstellen, das macht die ANOVA ja letztlich auch. Die rechnet diese SS between subjects aus, die Varianzanalyse mit Messwiederholung. So, und dann kann ich das schon mal mir wegdenken quasi. Und dieses mir wegdenken mache ich jetzt hier mal grafisch. Das heißt, eine Varianzanalyse mit Messwiederholung sieht dann danach, nachdem man die between subjects Varianz, die man jetzt beziffern kann oder Variabilität zur Seite geräumt hat, so aus. Und man sieht jetzt auf einmal auch viel deutlicher, oder, den vorhandenen oder vielleicht auch nicht vorhandenen, aber wenn er da ist, sieht man ihn jetzt deutlicher, Bedingungseffekt. Nochmal, Stille unter 30 dB, unter 60 dB. Diese Abnahme ist also, wenn man so will, für jeden Proband hier verwirklicht. Alle Linien fallen so ab. Dass sie jetzt rund um 0 sind, tut also mathematisch erstmal nichts zur Sache. Das haben wir jetzt einfach dadurch gemacht, dass wir die Between-Subjects-Variabilität schon mal weggeräumt haben. Und jetzt können wir sagen, was ist eigentlich die Variabilität innerhalb eines Subjects? Und das ist jetzt sozusagen die Abweichung jedes Probanden von der 0, denn was ist die 0? Die 0 ist ja, das ist also nur jetzt hier grafisch, es ist die 0, aber in der Formel ist es eigentlich der Mittelwert des Probanden. Ja? Also wir gehen nochmal kurz zurück. Wenn die eine Probandin also im Mittel nur knapp 5 hatte. Über alle drei Bedingungen hinweg hatte sie im Mittel 5 Silben erinnert. Dann können wir uns das jetzt also so vorstellen, dass wir quasi 5 plus 3 wäre also vielleicht, sagen wir mal 7,5, 5 plus
1,5 wäre 5,5 und 5 fast minus 3, also etwa 2, das wären quasi ihre drei Werte, die sie hatte. Die werden um diese 5 bereinigt, also kann ich auch einfach diese Werte jetzt hier quasi nehmen und quadrieren und aufsummieren. Das heißt, die Within-Subject-Variabilität, die sieht jetzt erstmal so aus, wie wir sonst auch. Wir können quasi pro Proband, kann man sagen, so eine Abweichung des Bedingungsmittelwerts vom Mittelwert dieser Person ausrechnen. Das ist also sehr verwandt mit dem, wie wir die SS-Treatment eigentlich ausgerechnet hatten in der ANOVA. Ne? Diese Abweichung mache ich jetzt also jeweils über die drei Bedingungen und dann über alle Subjects. So habe ich ermittelt, wie viel Variabilität habe ich in den Subjects dann noch aufsummiert. Ja? Es wird hier also auch noch über n dann summiert. Das quasi also nochmal. Ich kann es noch einmal einmalen. Was wir eigentlich machen, ist, wir nehmen für jeden dieser Datenpunkte das Abweichungsquadrat, für das Abweichungsquadrat, für das Abweichungsquadrat. Ja? Und grafisch lässt sich es halt hier so schön einzeichnen. In der Formel ist es quasi, bevor ich hier eigentlich diese Mittelwerte abgezogen habe. Oh, ich glaube, das habe ich jetzt komplizierter gemacht als nötig durch meine wortreiche Art hier. Das ist die Within-Subjects-Variabilität. Achtung, und jetzt kommt es nämlich, genau, das habe ich gerade wortreich erklärt. Jetzt kommt es, da drin steckt sozusagen auch noch die Variabilität, die jetzt wirklich auf die Conditions zurückzuführen ist. Ja, ich kann also wirklich sagen, innerhalb dieser sechs Messwerte unter Stille gibt es ja also einen Mittelwert. Nochmal. Den Gesamtmittelwert habe ich hier nochmal eingezeichnet. Diese sechs Werte haben ja sozusagen hier einen Mittelwert, diese sechs haben einen Mittelwert und diese sechs haben auch einen Mittelwert. Ich kann also eigentlich nach einer Formel, die wir auch so kennen, das kann ich sozusagen ganz konventionell machen, kann ich einfach die Between Conditions Variabilität oder SS Treatment ausrechnen. Ja, das ist also die identische Berechnung, die wir auch in der ANOVA haben. Das ist das, was uns wirklich interessiert. Neu ist eben, dass sich das sozusagen als Teilmenge der Variation, die wir gerade ausgerechnet hatten, zwischen den Leuten ergibt. So, und was dann noch bleibt, ist noch ein Term, hier haben wir es nochmal grafisch aufgezeigt unten, nämlich diese SS Residual. Die müssten wir jetzt auch noch berechnen quasi. Und wie machen wir das? Wir arbeiten das eigentlich wieder sequenziell ab, kann man sagen. Wir haben erstmal hier, das wird hier sozusagen als wieder, ja, doch kann man einfach sagen, sequenziell voneinander abgezogen. Ich muss über Bedingungen und über Leute marschieren, deshalb die zwei Summenzeichen. Ich muss erstmal die gesamte Variabilität beziffern, SS Total, jede Beobachtung, YIJ, zum Gesamtmittelwert. Das wird bereinigt um die Between-Subject-Variabilität, das ist die grüne hier. So, und dann bleibt nur noch das übrig, SS within Subjects. Und davon ziehe ich jetzt noch die SS between Conditions ab. Die haben wir gerade im letzten Schritt auch gemacht, sozusagen. Also das ist einfach SS Treatment. Das ist das hier, ja, Condition-Mittelwerte vom Gesamtmittelwert. Die Auslenkung haben wir da immer gesagt, unsere Bedingungen sozusagen, geht da was oder nicht, das steckt in diesem Term da drin. So, und dann erfolgt wieder diese kleine Umstellung, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, bei der Mehrfaktoriellen, wenn wir die Interaktion beziffern wollten, da mussten wir auch so einen Trick machen. Da haben wir auch gesagt, naja, wir haben eine Variabilität, dann ziehen wir dort die Haupteffekte sozusagen ab, dann bleibt irgendwas übrig. Und das Gleiche passiert hier eigentlich auch, da darf man also jetzt nicht erschrecken, wenn man das ausmultipliziert, gibt es da also sozusagen hier einmal so ein Plus-Gesamtmittelwert, das ist einfach ganz normale Arithmetik hier. Und jetzt aber ganz wichtig, da kommt eine ziemlich, ja, finde ich schon, die Gesamtvariabilität war ja irgendwas um 80, 82 oder sowas. Und diese Residualvariabilität, das kleine Ding da unten, ist jetzt auch wirklich klein, das ist nämlich nur noch 4,9. So, genau, das ist hier nochmal farblich sozusagen gekennzeichnet, was ich gerade durchgegangen bin. Ja? Abweichungen vom Grand Mean werden bereinigt um die Abweichungen der Personenmittel vom Grand Mean, werden bereinigt um die Bedingungsmittel und so erhalten wir die SS-Error oder residuale Variabilität.
Und das hatte ich gerade im Nebensatz schon gesagt. Diese Formel, die erinnert uns irgendwie daran, wie wir generell bei einer mehrfaktoriellen ANOVA eine Interaktion beziffert haben. Wenn wir die Variationen, die Abweichungsquadrate, die Summe der Abweichungsquadrate, die sich auf eine Interaktion zurückführen lässt, beziffern, haben wir das genau so gemacht. Und das ist im Prinzip hier so. Das ist jetzt also ein bisschen ein nerdiger Slide. Da schreibe ich mal Nerd-Alarm oben hin, weil das jetzt mir nicht so wichtig ist unbedingt, wie soll ich sagen, dass Sie jetzt da auf diesem Slide gerade zwangsweise mitkommen. Wie gesagt, die Formel ist eine Interaktionsformel, aber also was wir hier eigentlich ausdrücken, ist eine Interaktion, nämlich die Interaktion zwischen Bedingung und Versuchsperson. Also weil, und das ist hier unten versucht mal grafisch zu zeigen, für jede meiner sechs Versuchspersonen ergibt sich sozusagen ein unterschiedliches Bedingungsmuster. Also mal, bei manchen Probanden sind die Bedingungsunterschiede zwischen den drei Bedingungen, Stille, 30 dB, 60 dB, stärker ausgeprägt, bei anderen weniger ausgeprägt. Und diese Tatsache ist ja eine Interaktion sozusagen. Also die Unterschiede zwischen den Bedingungen unterscheiden sich zwischen den Probanden. Das ist technisch eine Interaktion und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Formel für die SS Error hier eine Interaktion ist. Das Problem ist nur, wir haben für diese Interaktion keine andere SS Error mehr, gegen die wir sie noch vergleichen könnten. Wir können also nicht, wir können sie nicht mehr sozusagen wirklich beziffern. Wir können nicht sagen, so im Sinne eines F-Tests, oh ja, schau mal, da gibt es auch noch eine Probanden-mal-Bedingungsinteraktion. Das können wir einfach nicht mehr, weil wir hier keine Variation haben. Das haben wir wirklich nur noch jeweils einmal. Das sind ja, wenn ihr so schaut, alle unsere 18 Datenpunkte. Wogegen sollten wir das noch vergleichen, kurz gesagt. Also, den Slide könnt ihr auch überspringen, die anderthalb Minuten, die ich darüber jetzt geredet habe. Wichtiger war natürlich das vorher. Wir haben die verschiedenen Variationsquellen ausgerechnet. Wir haben neu im Angebot ausgerechnet eine Variationsquelle zwischen den Probanden. Und daraus können wir jetzt eine MS between Subjects machen, indem wir es natürlich durch ihre Freiheitsgrade teilen. Gleich überlegen, wie viele Freiheitsgrade haben wir eigentlich bei diesem Mittelwert zwischen Probanden ausrechnen. Wenn wir n Probanden haben, würde es mich jetzt nicht wundern, dass es dann n-1 Freiheitsgrade hier sind. Bedingungen haben wir gesagt, diese SS Between Conditions ist das, was wir bisher SS Treatment genannt hätten, in der einfaktoriellen Varianzanalyse ohne Messwiederholung. SS Between Conditions hat wie viele Freiheitsgrade, so viele wie wir Conditions haben, minus 1, um da so ein Abweichungsquadrat auszurechnen, wird das also wahrscheinlich k-1 sein. Ja, und dann haben wir die MS Residual, die sozusagen die SS Residual war, die haben wir gerade noch beziffert, indem wir quasi da das alles wieder so voneinander abgezogen haben. Und dann blieb also nur noch eine bestimmte Abweichungssumme übrig und Summe der Abweichungsquadrate, und die teilen wir durch ihre Freiheitsgrade. So. Und hier stehen hier nochmal die Freiheitsgrade gelistet. K-1 für das, was uns eigentlich interessiert. N-1 für das, was uns überhaupt nicht interessiert. Was aber sehr, sehr schön ist, dass wir es jetzt haben. Dass wir es nämlich abziehen können. Und diese DF-Error oder DF-Residual, die berechnet sich als N-1 mal K-1. Da sieht man auch schon so ein bisschen, dass das eigentlich wie eine Interaktion ist. Und das wäre in dem Fall also einfach die zwei Freiheitsgrade miteinander multipliziert. Das sind 10 Freiheitsgrade, die man da übrig hat. So, und dann ergibt sich der eine entscheidende F-Test. In einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung gibt es ja auch nur quasi den einen Bedingungseffekt, der uns interessieren kann. In diesem Fall nämlich also Hintergrundlärm, sprich Stille versus 30 versus 60 dB. Und die Frage also hier, wenn es überhaupt keinen Bedingungsunterschied gibt, wie würden sich dann die F-Werte verteilen, wenn die Nullhypothese wahr ist und es überhaupt keinen Bedingungsunterschied ergibt? Es wird also darum gehen, diese MS-Between-Conditions zu nehmen und mit der MS-Residual, der Fehlervarianz, zu vergleichen. Mit wie viel Freiheitsgraden? Na, MS-Between-Conditions hatte K-1 Freiheitsgrade und die MS-Residual, haben wir gerade gesagt, hat N-1 mal K-1 Freiheitsgrade. Ja, also in dem Fall 2 und 10, glaube ich.
Können wir hier einsetzen, 40,45 durch 2, also irgendwas um 20 geteilt durch 4,9 durch 10 gibt etwas nur 0,49. Da habe ich also 20 geteilt durch 0,5 oder so etwa, gibt was um 40. Okay, so viel F-Werte habt ihr jetzt auch schon gesehen, dass ihr wisst, ein F-Wert von 40 ist in den allermeisten Konstellationen von Freiheitsgraden sicher hoch signifikant. Und es ergibt sich ein P-Wert von 1,45 mal 10 hoch minus 5, also 0,0000145. Wenn die Nullhypothese gilt, dass das Memorieren von Silben überhaupt völlig unbeeinflusst ist von Stille versus 30 versus 60 dB, wenn das wahr ist, dann ist die Nullhypothese, wenn die gilt, ist es extrem unwahrscheinlich, so einen oder noch größeren F-Wert zu beobachten. Ja? Man kann auch ein Eta Squared ausrechnen. Das ist ganz interessant, weil das Eta Squared partiell in dem Fall der gleichen Logik folgt. Also das ist jetzt nicht wirklich anders. Wir machen es genauso, wie wir immer ein partielles Eta Squared berechnen. Das, was uns interessiert, SS Between Conditions, früher SS Treatment, geteilt durch SS Treatment plus Fehlervarianz. Und es ist ein partielles Eta-Squared, weil wir haben in diesem Modell ja noch andere Varianzquellen, richtig? Wir hätten ja also noch die SS Between Subjects vor allem heute. Die spielt ja jetzt hier keine Rolle. Deshalb ist es ein partielles Eta-Squared. Wir nehmen das, was uns interessiert, geteilt durch nicht die SS-Total, deshalb partiell, sondern die SS, die uns interessiert, und die SS-Residual. Schadet vielleicht nicht, hier einmal kurz sich den Kuchen nochmal hinzumachen und zu sagen, okay, das wäre die SS-Total. Und da, aus der haben wir ein großes Stück, fast die Hälfte schon mal rausgesägt. Das war neu, die SS Between Subjects. Entschuldigung, ich kann hier immer mit dem Stift doch nicht so schön schreiben. Das war neu, ja, das ist das Ganze, warum wir das heute alles machen. Dass wir die beziffern konnten, SS Between Subjects. So, und dann bleibt ja noch die SS, dann ist der Rest Within Subjects, obviously. Und dann gibt es hier die SS Residual. Und hier eben das, was uns interessiert, die SS Between Conditions. Also das hier. Ja, genau. Und weil ich gerade im Farbrausch bin, kann ich sagen, das da unten ist die SS Residual. Ja. Und so ergibt sich also das partielle Eta Squared. Right, dieser Fehlerterm ist meist viel kleiner als bei einer ANOVA ohne Messwiederholung. Warum ist es so? Da kann ich wieder auf den Punkt zurückkommen, den ich eingangs schon gemacht habe, als ich die SS Between Subjects hier motiviert habe. Da habe ich gesagt, schau mal, du kannst in einer ANOVA mit Messwiederholung für deine SS Residual quasi noch einen riesen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, in diesem Beispiel riesen Brocken SS noch abziehen, nämlich genau die Variation, die zwischen den Subjects ist, die kannst du hier beziffern und abziehen. Und entsprechend bleibt in der SS Residual und dann auch in der MS Residual oft etwas sehr viel Kleineres übrig. Ich glaube, wir haben das hier nochmal auf einem Slide. Ich habe mal gesagt, diese Daten, was, wenn diese Daten jetzt von einem Wissenschaftler ausgewertet werden, also mit Verlaub, wie ihr es vielleicht letzte Woche noch gemacht hättet. Ihr wisst noch nichts über Varianzanalysen mit Messwiederholung. Und hättet einfach mal so gedacht, naja, ich nehme einfach mal mein, was ich weiß. Ich nehme die normale ANOVA, die One-Way-ANOVA, ja. Und tue letztlich so, als wären dies nicht 6 Probanden, die messwiederholt gemessen wurden, sondern 18 Probanden. Dann hätte ich eine ANOVA-Tabelle bekommen, wo ich dann nur sage, okay, ich habe halt so Within-Group-Variation und Between-Group-Variation. Das Wichtige sehen wir hier nochmal. Between Groups wäre, den Wert haben wir gerade selber schon gesehen, 40,45. Das ist genau das, was wir auch gerade heute regelrecht mit der richtigen ANOVA ausgerechnet haben. Aber die Within Group Variation, die hätten wir letztlich überschätzt, weil wir gesagt, das wäre alles gewesen, was wir gehabt hätten. Und das hätten wir dann als Fehlervarianzquelle benutzt. Und es hätte sich ein F-Wert von 7,25 ergeben. Ist bei diesen Daten wahrscheinlich auch signifikant. Aber wenn wir es eben also richtig machen und sagen, die Wissenschaftlerin ist natürlich im Bilde und benutzt die One-Way-ANOVA für abhängige Stichproben oder mit Messwiederholung, also das, was wir heute lernen,
Dann ergibt sich natürlich die gleiche Between-Conditions-Variation, das ist jetzt nur umgezogen. Drüber hat der Autor hier jetzt noch die Between-Subjects eingeführt, ähnlich wie wir es heute gemacht haben. So als erste Varianzquelle mal das aus dem Weg geräumt, Between-Subjects. Und dann seht ihr auch, dass diese Between-Subjects und die Residuals zusammen müssten eigentlich das ergeben, was in der, sagen wir mal, naiven ANOVA ohne Messwiederholungsberücksichtigung die Fehlervarianz war. So, und das Between Conditions bleibt natürlich das, was vorher Between Groups hieß oder SS Treatment. Das bleibt auch genau gleich, wird ja auch genau gleich ausgerechnet. Aber wir können es sozusagen gegen einen viel kleineren Fehlerterm vergleichen und bekommen deshalb einen viel mächtigeren F-Wert. Ja, und das greift so ein bisschen nochmal auf nach Weihnachten vor, aber auch an der Stelle kann ich wieder sagen, wir haben mehr Power. Also der Effekt war, was er war, also die Auswirkung unserer Manipulation ist genau gleich, aber wir können es sozusagen gegen eine viel kleinere Fehlervariation abgrenzen. Oder anders gesagt, es gibt in dem Fehler einen großen Term, den wir kennen können, nämlich diese Between Subjects, und können die zur Seite räumen. So, 40 Minuten sind vergangen, bleiben uns also etwa vielleicht 20 Minuten, das sollte reichen, um dieses Verfahren nochmal anzuwenden und dabei noch auf das Problem der Sphärizität zu stoßen. Also so ein bisschen das Kleingedruckte der Varianzanalyse mit Messwiederholung. Wir haben es jetzt einfach mal gemacht, aber wir werden gleich noch merken, dass es da eben noch eine entscheidende Vorbedingung gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Also eine Annahme, die wir ja auch überprüfen müssen oder sollten oder uns überlegen sollten, wie wir damit umgehen, wenn diese Annahme verletzt ist. Und das ist diese sogenannte Sphärizität. Die werde ich jetzt noch zu sprechen kommen. Ich mache das an einem kleinen Beispiel. Noch einfachere Daten. 5 Versuchspersonen machen in einer besseren Zeit, als es gerade keine Pandemie und keinen Lockdown gab und die Pubs offen waren, sozusagen ein kleines Trinkspiel letztlich. Ich hoffe, ich normalisiere hier jetzt den Alkoholkonsum. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ihr könnt euch auch drüber aufregen, aber die Daten können wir ja einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, wir haben halt ein paar Besowskis sozusagen ein Dartwurfspiel gemacht und sich dabei ein paar Schnäpse reingehauen. Das ist die Grundidee hier. Und drauf kam ich wahrscheinlich mal, als ich dieses kleine Interview gelesen habe mit einem Darts-Champion, der gesagt hat, ich war Worlds-Champion, aber leider nie nüchtern. Das ist natürlich eigentlich eine traurige Geschichte, aber wir leihen uns die ganz leichtherzig einfach hier mal aus. Also, wir haben hier 5 Versuchspersonen. Das heißt, nach der Logik wird es auch so sein, dass diese 5 Punkte, die wir hier sehen, 5 verschiedene Versuchspersonen sind. Diese 5 Punkte, aber die gleichen 5 Versuchspersonen. Ja? Also Messwiederholung. Ja? Und zwar haben die einfach nach dem ersten Schnaps einen Dartwurf gemacht, haben gezählt, wie viele Punkte haben sie erreicht, nach dem zweiten Schnaps und nach dem dritten Schnaps. Und dann kann man sich jetzt sozusagen fragen, gibt es hier irgendwie eine Abnahme? Oder die ANOVA würde natürlich einfach nur fragen, hat Schnaps irgendeine Auswirkung? Vielleicht werden die ja womöglich auch noch besser mit mehr Schnaps. Aber es ist eine Messwiederholung, weil jeder nach einem Schnaps seinen Wurf macht. Und wir können fragen, wirkt es überhaupt aus aufs Dartspiel? Ja. Genau. Und jetzt kommt eigentlich, möchte ich an der Stelle schon die Sphärizität einführen. Ich kann es eigentlich einmal in eigenen Worten kurz sagen. Stellt euch nochmal kurz vor, das wären einfach tatsächlich 15 Datenpunkte. Es wäre also nochmal kurz gedanklich eine Between Subjects ANOVA. 15 Leute hätten mal geworfen und die 5 wären in der einen Bedingung gewesen, 5 andere in der anderen Bedingung, 5 andere. Was hätten wir dann gefordert? Was wäre in einer einfachen Varianzanalyse unsere wichtigste Vorannahme gewesen, damit wir die ANOVA ausführen können oder damit wir dem F-Wert vertrauen können, der rauskommt? Wir hätten gesagt, es muss Homoskedastizität vorliegen, richtig? Also gleiche Streuung in jeder Bedingung. Und diese Homoskedastizität, die wird jetzt abgelöst, ersetzt durch eine andere, aber sehr eng verwandte Annahme, nämlich die der Sphärizität. Und da müsst ihr jetzt hier unten gucken, was ich eigentlich hier unten plotte. Der Plot sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus, auch so ein Dot-Plot, aber ich plotte jetzt hier den Unterschied in den erzielten Punkten und habe hier unten jeweils schon 2 Bedingungen abgezogen. Das kann ich ja jetzt machen, weil ich ja sozusagen für jeden Proband sagen kann, also ich muss vielleicht doch mal einzeichnen, ich sag mal, das war ein Proband
Und das war ein Proband. Und das hier war aber auch ein Proband. Und das war noch einer. Und das war noch einer, ja. Wenn das das Muster ist, dann kann ich ja jetzt fragen, dann kann ich mich jetzt auf diese blauen Linien so zu fokussieren. Ich kann mich auf die Unterschiede fokussieren. Das erinnert uns ein bisschen an den T-Test für gepaarte Stichproben, wo wir auch gesagt haben, was wir eigentlich testen, ist gar nicht das Vorher und das Nachher, sondern wir testen eigentlich die Veränderung, das Delta, die Differenz. Die haben wir gegen Null getestet, wenn ihr euch erinnert. Ich hoffe so ein bisschen, dass ihr es jetzt wieder tut. Und das Gleiche passiert natürlich eigentlich bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung, dass das zentrale interessierende Element die Veränderungen sind. Und das ist hier abgetragen. Das heißt, was ihr hier seht, ist die Veränderung oder der Unterschied zwischen ersten und zweiten Bedingungen. In dem Fall ein und zwei Schnäpse. Das ist der Unterschied zwischen ein und drei Schnäpse. Der ist größer. Macht Sinn oder nicht, aber ist insgesamt im Mittel sozusagen größer. Und dann gibt es noch die Veränderung zwischen zweiten und dritten Schnaps, also zweiter und dritter. Im Mittel auch größer. Diese mittleren Unterschiede, das ist letztlich das, worauf wir hinaus wollen mit unserem Mittelwertsvergleich, mit unserer ANOVA. Die Vorannahme fokussiert aber auf die Streuung, die da drin ist. Also, ich glaube, ich habe das auch alles hier animiert. Genau. Wie groß ist die Streuung der Unterschiede, und nochmal, das sind hier jetzt diese Punkte, sind ja die Unterschiede, also die blauen Linien quasi, ja. Wie groß ist die Streuung der Unterschiede hier zwischen den zwei Bedingungen? Wie groß ist die Streuung zwischen den zwei Bedingungen? Wie groß ist die Streuung zwischen der Unterschiede zwischen den zwei Bedingungen? Und dann sehen wir jetzt, von 1 auf 2 ist sehr viel Variation da. Das heißt nicht nochmal, dass sich die Mittel verschoben hat, sondern es geht darum, ist natürlich meine Zeichnung weg. Ah nee, da ist sie noch. Das hieße sozusagen, zwischen 1 und 2 unterscheiden sich diese blauen Linien mehr. Ist jetzt in meiner Zeichnung nicht so gut zu sehen. Wie es jetzt hier sich aber ausdrückt. Bin nicht ganz sicher, ob diese Abbildung da vorne dazu passt. Also, zwischen 1 und 2 gibt es große Unterschiede zwischen den Probanden. Genau, zwischen 1 und 3 sind die Unterschiede zwischen den Probanden dann nicht mehr so stark, die Unterschiede der Veränderung und zwischen 2 und 3 auch nicht. Und Sphärizität als Forderung würde bedeuten, die ist hier verletzt, das kann ich euch gleich sagen. Warum? Das würde bedeuten, die Unterschiede, die mittleren Unterschiede sind gleich. Nee, Entschuldigung, die Unterschiede wären gleich verteilt. Also wir würden eigentlich erwarten, dass so wie hier, das sieht ganz hübsch aus, 10,3, 10,3, wenn hier der Wert auch rund um 10 oder 11 wäre oder 9, dann würden wir sagen, wir haben eine Gleichverteilung der Unterschiede zwischen den Bedingungen. Und das ist hier quasi verletzt. Ja? Sphärizität wird manchmal auch als Zirkularität bezeichnet, bedeutet für Gruppen mit Messwiederholung das, was wir bei einer Varianzanalyse ohne Messwiederholung in der Homoskedastizität fordern würden, mit unabhängigen Gruppen. Hier heißt es, Sphärizität heißt eigentlich einfach, hier habe ich es auf den Punkt gebracht, nicht so viel rumzulabern drumherum, die Unterschiedsverteilungen müssen varianzgleich sein und müssen die gleiche Standardabweichung oder gleiche Varianz aufweisen. Ja? Und das, wenn ich also 17 versus 10,3 versus 10,3 habe, in diesen Unterschiedsberechnungen, weiß ich schon, das ist nicht wirklich sphärisch, kann man dann auch manchmal sagen. Oder ja, zirkulär. Aber Sphärizität ist ein Zungenbrecher, aber in diesem Kontext der Varianzanalyse mit Messwiederholung auch wiederum ein sehr Standardwort, im Englischen Sphericity. Was ich euch auch nicht ganz ersparen kann in dem Kontext, was aber vielleicht auch ganz hilfreich ist, ist sich klarzumachen, wie sich dadurch, dass wir jetzt auf einmal Leute mehrfach gemessen haben, wie sich dadurch natürlich auf einmal auch Korrelationen ergeben können, ja? Also vielleicht doch noch mal diese Abbildung ohne die blauen Striche vielleicht, die ich jetzt aber irgendwie hier auch nicht mehr so schnell wegkriege. Ich kann ja jetzt, weil es in den gleichen Probanden gemessen ist, fragen, wie sich Bedingung 1 eigentlich zu Bedingung 2 verhält. Und ich kann quasi sagen, letztlich wie eine Korrelation, gibt es eine Korrelation
zwischen diesen. Ihr könnt jetzt diese fünf Datenpunkte hier reinmachen. Und ich habe ja für jeden Probanden eine erste und eine zweite Messung. Ja, und kann deshalb fragen, wie sind diese Bedingungen miteinander korreliert? Wie viel Kovarianz haben die? Und das ist eigentlich das, was von dem die Sphärizität dann nur abgeleitet ist. Das, was ich jetzt neu beziffern kann, ich kann eine Varianz-Kovarianz-Matrix anschauen. Ich kann sagen, okay, was ist die Varianz in meiner einen Bedingung, was die Varianz in meiner anderen Bedingung, was die Varianz in meiner dritten Bedingung. Das können wir immer machen, auch ohne Messwiederholung. Das wäre dann, da könnten wir Homoskedastizität fordern. Können wir sagen, die Streuung in der einen Bedingung soll gleich sein wie in der zweiten, wie in der dritten. Hier aber jetzt können wir eben darüber hinausgehend sagen, kurz gucken, genau, das wäre Homoskedastizität. Jetzt, da wir aber Messwiederholung haben, können wir auch sagen, wie stark ist die erste mit der zweiten Messung korreliert? Ja? Was ist letztlich die Kovarianz zwischen der ersten und der zweiten Messung? Und was ist die Kovarianz zwischen der dritten und der ersten Messung? Und was ist die Kovarianz, Entschuldigung, die Kovarianz zwischen der dritten und der zweiten Messung? Ja? Ich habe also eine Varianz-Kovarianz-Matrix oder manchmal auch nur Kovarianz-Matrix sozusagen. Und jetzt ist die eigentliche Forderung, entschuldigt den langen Anlauf, Sphärizität, über die wir gesprochen haben, ist nur ein Spezialfall sozusagen oder ist eine leicht, etwas weichere Bedingung sogar, als die Forderung, dass eigentlich bei einer Varianzanalyse mit Messwiederholung zum einen die Varianzen gleich sein sollten, das wäre Homoskedastizität, dass aber diese Korrelation der Bedingungen untereinander auch gleich sein sollten. Das ist hier ein Beispiel aus dem Eid, das passt jetzt nicht zu unserem Zahlenbeispiel, weder vorher zu den Anzahl Silben noch zu den Schnäpsen, aber es ist aus dem Eid einfach ein Beispiel, wo ihr seht, die Varianzen in jeder Bedingung sind genau gleich, das wäre sozusagen ein idealer Fall, der so natürlich nie eintritt, und die Kovarianz zwischen allen drei Bedingungen ist auch genau gleich. Seht ihr, dass wie immer nur der gleiche Wert hier steht sozusagen, ja? Dass das oben und unterhalb in so einer Varianz-Kovarianz-Matrix steht, ist egal. Das könntet ihr auch weglassen, die drei. Da müssen es ja immer die gleiche sein. Also die Kovarianz zwischen der dritten und der ersten Bedingung muss immer gleich sein wie die Kovarianz zwischen der ersten und der dritten Bedingung. Das ist ja das Gleiche. Ja? Also die drei kann man sich auch einfach mal wegdenken, immer. Und die drei auch. Oder auch die unteren drei, das ist egal. Man betrachtet sozusagen nur die Diagonale dieser Kovarianzmatrix und das, was off-diagonal im Englischen, also abseits der Diagonalen, in einem Dreieck dieser Kovarianzmatrix steht. Und wenn da also überall der gleiche Wert steht für die Kovarianzen, es gibt also nur eine Kovarianz und eine Varianz, dann ist es das, was man Compound Symmetry nennt. Und Sphärizität ist sozusagen eine Art etwas weichere Forderung, die daraus eigentlich sich genau ableitet. Ja? Man kann auch sagen, hier steht es nochmal, die Varianzen sind homogen, ja? Gleiche Varianz, und die Kovarianzen untereinander sind auch homogen. Das wäre Compound Symmetry. Genau, Sphärizität ist dann eine schwächere Bedingung, aber wenn Compound Symmetry gegeben ist, ist auch Sphärizität gegeben. Wenn Sphärizität gegeben ist, ist nicht zwangsläufig Compound Symmetry gegeben. Wir fordern für heute nur, dass Sphärizität da sein muss, dann ist alles schick. 53 Minuten. Aber was, wenn das nicht der Fall ist? Wir haben jetzt gerade gesehen, in unserem Beispiel schon, das war nicht so richtig der Fall. Auf Compound Symmetry geprüft ist es so, dass wir in der ersten Bedingung viel mehr Streuung haben. Wir sehen also schon, Compound Symmetry wird schon mal nichts, weil irgendwie hier diese Varianzen schon sehr unterschiedlich sind. Kann alle möglichen Gründe haben, wenn die Leistung so ein bisschen in den Keller geht, nach drei Schnaps, schlechter als null geht halt nicht, vielleicht presst sich die Leistung so ein bisschen, also so eine Art Floor-Effekt. Es kann einfach nicht mehr so streuen, ja, selbst die Guten sind nicht mehr so gut und man trifft sich sozusagen im Keller des Leistungsbereiches, dann hat man oft so ein Bild. Varianz nimmt halt ab. Über die Bedingungen hinweg. Sphärizität ist aber unser eigentliches Thema und da müssen wir sagen, Sphärizität ist insofern auch nicht gegeben. Hatten wir vorher schon gesehen. Die Unterschiede zwischen 1 und 2 streuen ganz anders als die Unterschiede zwischen 1 und 3 oder zwischen 2 und 3. Und das sieht man also, das soll dieser Slide nur zeigen. Das testen wir oder darauf wollen wir besonders achten, dass das gegeben ist, Sphärizität. Hier ist es nicht gegeben. Und man sieht dann auch an der Varianz-Kovarianz-Matrix,
dass dann meistens oder dann kann auch keine Compound Symmetry gegeben sein. Sprich, man sieht auch hier die Varianzen, Varianzen sind anders, aber vor allem die Kovarianzen sind auch anders. Ja? Also die Kovarianz zwischen dritter und zweiter Bedingung ist kleiner als die zwischen erster und zweiter zum Beispiel. So, was heißt denn das? Wenn die Annahme der Sphärizität verletzt ist, was passiert denn dann? Kurz gesagt, läuft es wie immer darauf hinaus mit so einer verletzten Annahme, dass wir dem F-Wert bzw. der F-Verteilung nicht mehr genau trauen können. Wenn die Nullhypothese wahr ist, finden wir nicht mehr in genau 5% der Fälle zum Beispiel einen kleineren P-Wert als 5%. Also sprich, unser Alpha-Fehler ist nicht mehr genau kontrollierbar bei 5% oder bei egal wie viel Prozent, weil es nicht mehr genau dieser F-Verteilung folgt. Und dafür wurden jetzt relativ schnell, vor etwa 60 Jahren ging das wahrscheinlich so los, also ich glaube, das Paper ist irgendwie aus den späten 40ern oder frühen 50er Jahren, also eher fast schon 70 Jahre, wurde von Greenhouse und Geiser, das ist so die berühmteste Korrektur dafür, letztlich eine Korrektur der Freiheitsgrade vorgeschlagen. Es wurde gesagt, okay, wenn Sphärizität verletzt ist, wird mir mein F-Test ein bisschen zu liberal. Also ich verwerfe die Nullhypothese ein bisschen zu oft sozusagen. Ich mache dann Fehler. Was mache ich also? Und was die eigentlich vorgeschlagen haben ist, wir könnten so ein Epsilon bestimmen, wie so ein Korrekturterm. Mit dem würden wir unsere Freiheitsgrade so ein bisschen nach unten korrigieren. Ja? Das könnt ihr euch vorstellen, größere Freiheitsgrade. Dann reichen ja immer schon kleinere F-Werte, um bei einer bestimmten Signifikanz zu verwerfen. Und jetzt korrigieren wir die Freiheitsgrade so ein bisschen nach unten sozusagen. Also am F-Wert, an diesen ganzen Quadratsummen, mittleren Quadratsummen, ändert sich gar nichts. Aber wenn Sphärizität verletzt ist, korrigieren wir unsere Freiheitsgrade ein bisschen. Und die Berechnung geht eigentlich so, dass man sagt, wenn die perfekte Sphärizität vorliegt, dann lässt du Epsilon bei 1, dann lässt du die Freiheitsgrade, wie du sie aus den Formeln, die wir besprochen haben, bekommst. Bei Abweichung von Sphärizität wird das Epsilon kleiner. Der niedrigmöglichste Wert für Epsilon bei, sagen wir mal, P oder K, haben wir es meistens genannt, Faktorstufen, ist 1 geteilt durch K minus 1. In unserem Fall, wo wir nur 3 Faktorstufen haben, ist das P minus 1, also 2, ist das kleinste oder niedrigste Greenhouse-Geisers Epsilon, also 1 durch 2, 0,5. Wenn wir also dann sozusagen das extremste Epsilon hätten, dann wäre das in unserem Fall höchstens 0,5. Das heißt, die Freiheitsgrade würden sich höchstens halbieren. Wenn ich aber mehr Faktorstufen habe, habe ich auch mehr Möglichkeiten, die Sphärizität zu verletzen. Und das Epsilon kann dann auch ziemlich krass werden. Und das ist sozusagen ja schon krass. Das sind jetzt nur noch, wenn du sagst, du hast vorher Freiheitsgrade von 2 und 10, dann hättest du jetzt nur noch 16% davon. Also das sind sehr, sehr, sehr kleine Freiheitsgrade dann noch. Da passiert übrigens auch was Schräges. Die Freiheitsgrade müssen nicht unbedingt ganze Zahlen sein. Das haben wir bisher überhaupt nicht gehabt. Bei der Welsh-Korrektur für die Freiheitsgrade, bei der verletzten Homoskedastizität, beim T-Test, habt ihr es vielleicht mal gesehen oder im Output von Statistikprogrammen habt ihr es vielleicht schon mal gesehen. Hier machen wir es jetzt quasi von Hand. Wir nehmen so einen Freiheitsgrad, multiplizieren den mit was unter Umständen krummem und bekommen auch einen krummen Freiheitsgrad, um dann den entsprechenden P-Wert nachzugucken. Wir reduzieren also unsere Freiheitsgrade mit Greenhouse-Geisers Epsilon. Mit einem entsprechenden Greenhouse-Geisers Epsilon müssen wir nie von Hand ausrechnen, no worries, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Sphärizität verletzt ist. Wir sehen das hier mal für das Schnapsbeispiel, das ist SPSS Output. Es gibt einen Test, das ist der sogenannte Mauchlis-Test. Mauchlis Criterion heißt der manchmal auch. Der testet auf Sphärizität, kurz gesagt. Und wenn der signifikant ist, gehen wir von aus, dass Sphärizität nicht gegeben ist. Also die Sphärizität wäre unter der Nullhypothese, das ist ein eigener Test, der quasi als Nullhypothese hat, ja, Sphärizität ist gegeben. Und starke Abweichungen von Mauchlis W, heißt es hier, oder Mauchlis Criterion, führen dann zu einem Verwerfen. Was hier jetzt los ist, ist, dass man sagen würde, dieser Mauchlis-Test bei dem Schnapsbeispiel ist gar nicht signifikant. Warum ist er das nicht? Wieder einer dieser Signifikanztests auf irgendwelche Verteilungen, ähnlich wie der Levins-Test oder so,
die mag ich auch ja alle deshalb nicht, weil die selber so stark am N abhängen. Ich habe ja hier nur ein sehr kleines N und mit einem kleinen N ist auch immer schwer zu testen, ob jetzt auf Populationsebene hier wir es mit Sphärizität zu tun haben oder nicht. Aber wir folgen dem Spiel trotzdem mal durch und sagen, aha, Mauchli ist nicht signifikant, alles gut, wir können unsere Varianzanalyse, unsere F-Wert der Varianzanalyse mit Messwiederholung so berichten, wie es auch kommt, mit den Freiheitsgraden und dem P-Wert etc. Wenn wir aber sagen würden, wir wollen trotzdem zum Beispiel die Greenhouse-Gaiser-Epsilon-Korrektur nehmen, hier seht ihr nochmal, das kann bei drei Faktoren-Levels minimal 0,5 werden, dann sagt uns der Mauchlis-Test hier oben auch gleich, ja, dann musst du dieses Greenhouse-Geisers-Epsilon nehmen. Das ist das Epsilon nach Greenhouse-Geiser. Es gibt auch noch ein Greenhouse-Geiser, ein Epsilon nach Hoeyn-Feld. Das verwendet aber quasi kein Mensch, muss man sagen. Dieses Greenhouse-Geisers-Epsilon, Punkt 887, wird jetzt also dazu verwendet, um diese Freiheitsgrade, die man original gehabt hätte, nach unten zu multiplizieren. Wir hätten eigentlich zwei Freiheitsgrade gehabt, die werden mit Punkt 887 dann multipliziert, kommt 1,775 raus für den DF1 oder den Freiheitsgrad, den ersten Freiheitsgrad. Der andere wäre 8 gewesen im Schnapsbeispiel und der wird auch mit dem gleichen Epsilon korrigiert, da werden dann 7,098 raus. Ja? Und ihr seht es nicht mal so, doch ihr seht so ein bisschen hier. Die unkorrigierte ANOVA ist quasi hier unter der Annahme von Sphärizität, alles gut, der F-Wert bleibt immer gleich, der P-Wert wäre 0,013. Mit der Greenhouse-Geiser-Korrektur würde er entsprechend etwas konservativer ausfallen, Punkt 1,8. Ja, das ist quasi die Greenhouse-Geiser-Korrektur, die da gemacht wird. Die Freiheitsgrade werden ein bisschen reduziert, dadurch resultieren etwas größere P-Werte, das Ganze wird etwas konservativer. Warum wird man konservativer? Weil wir wissen, bei verletzter Sphärizität sind wir eigentlich zu liberal. Und das korrigieren wir sozusagen jetzt nach, indem wir unsere Freiheitsgrade ein bisschen runterfahren. Sphärizität generell kann man sich auch so durchbluffen sozusagen. Und da gibt es einen schönen Bluffers Guide to Sphericity von Andy Field. Könnt ihr euch nochmal durchlesen, anschauen. Ich hoffe, der Link tut noch. Die Preisfrage, mit der ich glaube ich auch fast am Ende bin für heute. Mal schnell schauen. Ah, nee, noch nicht ganz. Aber doch, die Preisfrage, die jetzt noch mal, die ich euch noch mitgeben möchte, die werde ich in diesem Video auch nicht beantworten, ist nach allem, was ich gerade über Sphärizität erzählt habe. Und dass es eigentlich die Streuung der Unterschiede anschaut. Also für alle Probanden gibt es Unterschiede zwischen den Bedingungen, weil sie ja mehrfach mitmachen. Sie machen ja in jeder Bedingung mit. Warum brauche ich mich um Sphärizität überhaupt nicht kümmern, wenn wir nur zwei Faktorstufen haben, zwei abhängige, also zwei abhängige Gruppen oder zwei, also zwei Messwiederholungen sozusagen. Anders gesagt, warum haben wir beim T-Test mit über abhängige Stichproben nie, warum habe ich da nie was von Sphärizität erzählt? Das ergibt sich aus der Definition der Sphärizität nochmal und aus dieser Varianz-Kovarianz-Matrix vielleicht, aber das braucht ihr eigentlich dafür gar nicht. Ihr könnt nur über die Sphärizität nochmal nachdenken. Und dann könnt ihr das ja eigentlich schon beantworten. Genau. Hier ist noch ein Beispiel. Das ist so ein bisschen mehr eine Fingerübung. Die brauchen wir jetzt. Das ist ein bisschen mehr so Seminarcharakter. Das ist ein Beispiel von Malte Wüstmann, den ihr auch kennt, ein Mitarbeiter bei uns. Der hat hier in einem abhängigen Design, also sprich, die gleichen Probanden haben damals hier mehrfach mitgemacht, hat er Ergebnisse berichtet. Er hatte sozusagen hier drei Bedingungen zu sagen. Er hat im Prinzip die Performance der Subjects, die korrekte Performance in so einer Höraufgabe, in so einer Aufmerksamkeitshöraufgabe, das ist hier in PNAS 2016 erschienen, hat er quasi in drei Bedingungen sozusagen ausgewertet. Und weil es drei Bedingungen waren und das alles von den gleichen Probanden waren, hat er dann hier eine Varianzanalyse mit Messwiederholung gerechnet, mit einem dreifach gestuften Faktor messwiederholt. Art von Fehler könnte man den Faktor nennen. Nämlich Hits, Spatial Confusion, Random Error. Er berichtet dann in seinem Paper diesen Satz. Er sagt, Figure 1b, das ist das hier, shows proportions of Hits, das ist das Grüne, Spatial Confusions, das ist das Gelbe und Random Errors, das ist das Lilane, which differed significantly. Das ist das eigentliche statistische Ergebnis. Und dann berichtet er uns einen F-Wert,
Aber seht ihr da diese krummen Freiheitsgrade, die er da berichtet? Er berichtet auch ein Greenhouse Gases Epsilon von 0,515. Wow, das ist ja schon ziemlich nah am kleinsten Greenhouse Gases Epsilon, was wir gerade definiert hatten für drei Faktorstufen. Da hatten wir gesagt, kann das ja minimal 0,05 werden. Das ist ja schon ganz schön nah dran. Entsprechend werden diese Freiheitsgrade wahrscheinlich auch ganz schön korrigiert. Kommt trotzdem ein F-Wert, ein krasser F-Wert raus von 286. Der P-Wert ist natürlich absurd klein bei so einem großen F-Wert. Und dann berichtet er hier noch eine Effektstärke. Das hat er als Korrelation ausgedrückt, lustigerweise. Hat er umgerechnet wohl die Effektstärke in R. Die Frage, die ich für euch habe, ist an der Stelle, könntet ihr jetzt, so eine kleine Hausaufgabe oder Fingerübung, wenn ihr so wollt, könntet ihr eigentlich unter Nutzung der Informationen zu Greenhouse Gases Epsilon und der Formel für das Berechnen von des zweiten Freiheitsgrades, also des DF Errors, ich weiß nicht, ob die Slide-Nummern hier noch genau stimmen, das kann ich nicht versprechen, aber ihr findet die Informationen alle in dieser Vorlesung, die wir gerade gehört haben, könntet ihr daraus korrekt Maltes Probandenanzahl rekonstruieren. Im Paper nachgucken zählt nicht. Also man muss es schon erstmal einmal hier gucken. Aber ihr könnt es dann selber überprüfen an dem Paper. Wieso steht denn da jetzt submitted? Das hier stimmt, das ist im PNAS 2016 erschienen. Entschuldigung, das ist hier veraltet. Könnt ihr das rekonstruieren? Das ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte. Ganz zum Schluss noch das Kleingedruckte, was euch aber wahrscheinlich viel mehr interessiert. Wie muss ich meine Daten denn organisieren, um eine Varianzanalyse mit Messwiederholung machen zu können? Ihr braucht dafür das sogenannte multivariate Layout. Manchmal wertet man solche Daten auch mit einer sogenannten multivariaten ANOVA aus. Das ist aber nochmal ein bisschen eine extra Baustelle. Brauchen wir im Bachelor jetzt nicht vertiefen, aber wir brauchen ein sogenanntes multivariates Design. Das heißt, ich habe wie immer eigentlich als Regel, wie immer es auch vom T-Test für verbundene Stichproben kennen, ich habe so viele Zeilen, wie ich wirklich unabhängige Beobachtungen habe. Ja, ich nehme immer an, meine Zeilen sind wirklich unabhängige Beobachtungen und ich habe dann in den Spalten die verschiedenen Messzeitpunkte. Das ist also das eigentlich, was man Multivariat daran nennt, dass man sagt, jeder Messzeitpunkt ist ja eigentlich wie so eine Variable. Ja? Und die drei packe ich jetzt in dem Fall hintereinander. Also das wären quasi die erfolgreichen Punkte im Dartspiel. Es gibt also, das ist immer ganz irre, so, es gibt gar keine Variable, die jetzt heißt Punkte Dartspiel. Ich kann natürlich das mir entsprechend benennen. Ich könnte sagen, das sind Punkte Dartspiel nach einem Schnaps, Punkte Dartspiel nach zweiten Schnaps. Wird aber oft gar nicht gemacht. Oft heißen die Spalten wie eben die Faktorausprägungen. Und man muss dann schon wissen, dass all diese Daten ja nur eine abhängige Variable sind, nämlich Punkte im Dartspiel zum Beispiel. Ja? Das ist so ein multivariates, manchmal auch als horizontales oder wide bezeichnetes Datenformat. Ja? Das brauchst du, um eine Varianzanalyse mit Messwiederholung überhaupt machen zu können. Genau. Das war's für heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. 1:07 ist es geworden und wir haben damit alles, was wir zur Varianz brauchen und ich wünsche euch jetzt schon mal schöne Weihnachtsferien und wenn ihr dieses Video in 2 Jahren schaut, ein schöneres weiteres Leben mit Power und nicht parametrischen Verfahren, die dann noch kommen. Tschüss.